Hallo Freunde, hallo YouTube, hier ist wieder euer Hans, heute mit einem weiteren PS4 Tutorial und heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr ein eigenes Bild als Hintergrund für eure Community einstellen könnt. Ihr könnt ja jedes beliebige Screenshot-Bild als Hintergrundbild für eure Community setzen. Dies wird dann hier in den Hintergrund eingesetzt. Um ein eigenes Bild als Hintergrund setzen zu können, müsst ihr dies zunächst erst einmal erstellen. Dies funktioniert ganz einfach und hier kommt der Trick. Um das Bild als Hintergrund setzen zu können, müsst ihr dies zunächst erst einmal mit dem PS4 Browser öffnen. Ich habe das jetzt hier schon mal vorbereitet und ihr seht hier habe ich mir ein Minion-Bild rausgesucht, welches ich jetzt als Screenshot erstellen möchte. Dazu wechseln wir in den Vollbildschirm. Im Vollbildschirm geöffnet ziehe ich mir als erstes die Maus an den Seitenrand, damit diese nicht im Bild sichtbar ist. Nun halte ich den Share-Button gedrückt und erstelle so einen Screenshot. Nachdem der Screenshot erstellt ist, wechselt ihr wieder in eure Community. Hier geht ihr bitte auf die Einstellungen der Community. Dann wechselt ihr auf Bild und Hintergrund der Community. Hier den Hintergrund anklicken. Nun werdet ihr auf euren internen Speicher verwiesen, wo wir das Bild bereits gespeichert haben. Hier wählen wir das jetzt aus. Nun kommt der Trick, dass wir hier sagen können, mit dem rechten und linken Stick können wir jetzt hier das Bild genau in die Auswahl ziehen und können dies bestätigen. Nun seht ihr, dass wir den weißen Rand entfernen konnten und können jetzt hier auf OK einfach bestätigen, das Bild wird hochgeladen und kann ab sofort im Hintergrund der Community bestätigt werden. Nun seht ihr, dass wir den Hintergrund erfolgreich geändert haben. Dies funktioniert mit jedem Bild, was ihr im Browser eurer PS4 öffnet, einen Screenshot erstellt und diesen dann einfach als Hintergrund wählt. Wenn dir dieses kleine Tutorial weitergeholfen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniere auch meinen Kanal, um keins meiner weiteren Tutorials zu verpassen. Und mir bleibt nur wieder eins zu sagen, euer Hans ist raus. Cheers!